Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt. Wir spielen heute Minecraft Vanilla tatsächlich. Es ist ein neuer Versuch, ich habe schon öfter Minecraft gespielt, aber das ging immer irgendwie ins Leere, ist nie so richtig angekommen. Ich werde es diesmal ein bisschen aufwendiger machen. Singleplayer YouTube nenne ich den Bums hier einfach mal. Ich meine, ich habe das eben schon mal probiert, tatsächlich ist das der zweite Versuch. Hier ist alles normal, ne? Jo. Wo ist Biome noch? Dann können wir auch schon rein. Ich habe das Ganze eben schon mal probiert, aber ich hatte leider einen Fehler in meinem OBS und das hat geleckt wie Sau in der Aufnahme. Deswegen müssen wir jetzt nochmal eine neue Welt machen. Ich habe eine halbe Stunde Videomaterial verloren, deswegen bin ich auch noch entspannter als vorher schon. Nein, ganz ehrlich, ey. Ist ja eigentlich egal. Ja, ihr kennt mich wahrscheinlich hauptsächlich über Rocket League oder, so wie ich davon ausgehe, eher nicht. Eigentlich gar nicht. Das ist jetzt einfach mal ein Versuch, weil ich weiß, ich bin irgendwie oldschool. Ich bin noch in YouTube von vor 10 bis 15 Jahren stecken geblieben. Junge, Junge, baut sich der Bums hier erstmal auf. Chill mal. ja, wie gesagt, steck geblieben von vor 10 Jahren. Ich bin irgendwie der Meinung, dass jeder Gaming-Channel irgendwie mal ein bisschen Minecraft haben sollte. Ich weiß nicht warum. Es gehört irgendwie dazu. Ich habe schon mehrfach probiert mit Mods, mal ohne Mods. Aber dafür ein Superflat. Es ist damals alles nicht so richtig angekommen, aber ich war zudem auch noch unglaublich viel kleiner. Ich meine, jetzt habe ich hauptsächlich eine Rocket League Community. Ich spiele auch nur Rocket League eigentlich sonst auf YouTube. Aber ich bin euch ehrlich, Leute, ich brauche mal wenigstens einen kleinen Versuch, mal was anderes zu machen. Weil ansonsten, ey, mir platzt die Birne mit Rocket League. Also das schafft mein Mental Game nicht. Die Leute sind so toxic. Ich meine, ich bin selber schon an dem Punkt weg, dass ich selber so unglaublich toxic bin. Aber manchmal bin ich trotzdem genervt von dem Game. Und dieser Krampf mit Rank, alles verbessern und so, ich weiß nicht, da braucht man auch irgendwie mal was Entspanntes nebenbei. Ja, was soll das hier werden? Das ist eigentlich eher, ja, ihr merkt, Multitasking ist bei mir ganz schlimm, deswegen haue ich hier einfach stumpf auf die Bäume drauf. Das soll für mich einfach mal sowas werden, wo ich ein bisschen mehr vielleicht mit den Leuten, die Bock drauf haben, connecten kann. Weil ich habe ja angefangen mit Twitch. Und tatsächlich kenne ich auch über Twitch meine Community ganz gut und auf YouTube, ich kenne so, sag ich mal, um die 10 Leute von den 1000, die ich jetzt habe, in der Community. Und ich dachte, vielleicht ist das so auch nochmal ein besserer Weg, um auch mal was anderes anzubieten. Ey Mann, ich wollte hier Steine abbauen, was ist denn hier jetzt eine Höhle? Na egal, zieh mir trotzdem durch. Ja, das wird sehr chaotisch hier, das erste Video. Ich bin auch sehr schlecht in ersten Videos. Wahrscheinlich sogar generell in Videos, großen Videos. Ich versuche hier gerade, meinen Channel ein bisschen besser damit voll zu ballern. Bessere große Videos zu machen. Ich meine, ich habe ja schon eine Menge mal hochgeladen, eine Menge ausprobiert. Aber so richtig lief das alles noch nicht. Und das hier wird jetzt auch ein bisschen mehr gecuttet. Ihr werdet es jetzt in diesem Anfangstalk wahrscheinlich noch nicht merken. Außer vielleicht jetzt, weil ich gestottert habe. Naja, wie das halt so ist, ne? Erstmal ein bisschen reinkommen und später wird es dann etwas aufwendiger geschnitten. Ja, jetzt habe ich das gar nicht beantwortet, was das hier werden soll. Wie gesagt, ich möchte so ein bisschen was haben, wo ich mit den Leuten eher ein bisschen mal reden kann, was ein bisschen chilliger ist, was vielleicht für mich auch ein bisschen cooler ist, um auch mal Sachen anzusprechen, dass ihr mich mal besser kennenlernt, anstatt dass ich die ganze Zeit einfach nur genervt in mein Mikro irgendeine Scheiße rede, weil ich in Rocket League versage. Naja, ich weiß nicht, wem es gefällt, wer noch dabei ist, dann sage ich schon mal Moin und nochmal herzlich willkommen. Würde mich sehr freuen, wenn das hier alles mal ein bisschen besser ankommt. Lasst mir auf jeden Fall gerne alles an Feedback da in den Kommentaren. Ich versuche wirklich hier jeden Tag bessere Videos zu bringen, das alles besser hinzukriegen. Haut auf jeden Fall alles rein, was mir vielleicht helfen könnte. Auch wenn es euch jetzt vielleicht nicht so gefällt und ihr immer noch hier seid, was mich wundern würde. Aber wie gesagt, ich versuche es einfach nur besser zu machen. Und das soll hier eine ganz, ganz, ganz chillige Nummer werden.
Ja, was ist jetzt geplant? Ich versuche das schon straff zu ziehen, dass es nicht so ultra random einfach nur ins Leere geht. Ich will hier auf jeden Fall jetzt erstmal ein Place finden, wo wir eine Base bauen können und dann ein paar Farmen bauen und halt mal gucken, wohin sich das Projekt so entwickelt. Vielleicht ein bisschen Kreativität rauslassen, mal so ein, zwei coole Sachen bauen und je nachdem, wie es halt ankommt, immer weiterziehen, ne? Weil ich wünsche mir irgendwie für meinen YouTube-Channel noch irgendwas, wo man irgendwie so ein bisschen Progress über die Jahre oder über Monate sieht. Rocket League sieht man das natürlich auch mit dem Rank und so, aber ihr wisst, was ich meine, sowas Entspannteres und klar, ich muss mich natürlich auch weiterentwickeln. Es ist natürlich schwierig, sich weiterzuentwickeln, wenn man irgendwie dasselbe Projekt zum vierten Mal probiert, aber naja, damals war ich auch noch ein anderer. Vielleicht kann ich es diesmal besser hinkriegen. Naja, und so soll sich das Ganze entwickeln. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wie gesagt, schreibt alles, was euch berührt, in die Kommentare. Und ansonsten, jo. Werde ich vielleicht hier nochmal ein bisschen so sagen, was ich mir vorstelle. Jo. Wenn ihr mich jetzt noch gar nicht kanntet vorher und immer noch hier seid, das finde ich schon mal super nice. Danke dafür. Und ansonsten, ja, ich habe es nicht so mit dem Vorstellen unter jedem Video. Ich habe auch früher immer mal so größere Intro. Ey, Junge, hat die mich getrollt. Immer mal so größere Intros gemacht, aber das kam nie so richtig an. Da hatte ich immer schon innerhalb der ersten 30 Sekunden keine Ahnung, wie viel Prozent der Viewer verloren. Wird jetzt hier wahrscheinlich auch nicht anders sein, weil, boah, so zum Reinstarten. Meine ersten Folgen von solchen Sachen sind immer nicht ganz so gut. Das sind dann eher immer die dritten, vierten, wo es dann ein bisschen besser läuft, wo ich mich dann aber auch wohler fühle. Aber ich glaube, das ist auch relativ normal, wenn man noch etwas kleiner ist. Naja. Gut, ich wünsche mir hierfür die Minecraft-Welt auf jeden Fall. Also ich bin erstmal auf der Suche nach fetten Bergen. Fette Berge und fette Seen. Irgendwie sowas fühle ich total. Da vorne lächelt mich schon was an. Aber das wird wahrscheinlich nicht das sein, was ich mir vorstelle. Egal. Optimal wäre es natürlich, wenn man so einen See innerhalb von so einer Bergkette hat. Da würde ich gerne irgendwas machen. Irgendwas Cooles probieren. Und ja, wir gucken einfach mal, wohin es führt. Ich weiß, das wird wahrscheinlich erstmal sehr chaotisch hier rüberkommen und alles. Ich bin auch sehr chaotisch, was das angeht. Ich versuche es trotzdem, alles richtig cool zu machen für euch. Es wird auch in Zukunft dann wahrscheinlich etwas aufwendiger. Ich habe das früher ja mal gemacht mit so Kamerafahrten, dann Timelapses und so. Das habe ich hier jetzt gerade auf dem Minecraft-Client noch nicht drauf. Aber das kann auch kommen, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn es sich anbietet. Jo, und ansonsten wird das hier eher so eine kleine Laberecke, ne? Es wäre mir halt auch mal sehr wichtig, mal so ein bisschen anderen Wind auch mal in die Community zu bringen oder generell mal was anderes zu sehen als immer nur Rocket League und auch wie ihr auf Rocket League reagiert, weil so viel Spaß mir das auch macht und so gut das auch im Moment läuft bei Rocket League, ich habe da nie so ein richtiges Feedback darauf, so was jetzt so Richtung Videoentwicklung weitergeht, ne? Wow, Alter, was ist denn hier eingeschlagen? Ja. Also ihr versteht schon, wie ich meine. Also man entwickelt sich irgendwie nicht so weiter in diesem YouTube-Business. Klar, meine Shorts, ich versuche das immer besser zu machen. Ich versuche auch immer besseres Gameplay zu bringen und sowas. Fange jetzt auch an oder habe jetzt angefangen mit großen Rocket League-Videos. Da kann ich jetzt aber noch nicht so richtig sagen, wie das bis jetzt läuft. Dann auch in der Startphase. Naja, generell das Abteil mit den größeren Videos will ich halt besser hinkriegen, deswegen ziehen wir das jetzt hier alles so groß auf. Joa. Ich hoffe, es wird schon ein, zwei Leute geben, denen das hier gefällt. Aber ich weiß auch, also ich erwarte mir auch nicht so ultra viel davon. Ich meine, heutzutage kannst du ja als Content Creator alles nur irgendwie falsch machen. Die Leute wollen ja heutzutage so, dass du, keine Ahnung, direkt schon in der ersten Folge auf 5000 Dezibel die Leute anschreist und du musst das machen, hier machen. Ich weiß, mit Minecraft Vanilla in 2024 wird man jetzt nicht weit kommen. Aber das soll es auch gar nicht. Wie gesagt, das ist mehr so eine Sache für mich oder für die Leute, die es dann halt fühlen.
die mich auch mal... Wow. Hey, Mann, warum seid ihr so schnell? Die mich halt mal ein bisschen mehr kennenlernen wollen und nicht immer nur Rocket League sehen wollen. Ja, ich glaube, ich brauche das jetzt auch nicht die ganze Zeit zu erzählen. Ihr habt es jetzt verstanden. Aber, ja. Ich bin auch etwas unbeholfen, was die größeren Videos angeht. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lang hier eine Folge wird. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wird es jetzt gleich erstmal einen fetten Cut geben, bis ich die Ecke finde, an der wir wahrscheinlich was machen. Und sowieso, jetzt wird es eh erstmal chillig. Mache erstmal die ganzen Basic-Sachen, so Villager ranholen, vielleicht die ersten kleinen Farmen dann organisieren. Ich liebe es, Farmen zu bauen. Ich bin zwar jetzt nicht der Überarzte mit den Farmen, aber so diese etwas ganz wenig fortgeschritteneren habe ich schon gebaut. Also Gravity Duper und so ein Zeug, sowas kriege ich schon hin. Aber jetzt eine Raid Farm zum Beispiel will ich dieses Mal das erste Mal bauen, die habe ich noch nie gebaut. Ich glaube, die ist auch ein bisschen aufwendiger. Da müssten wir dann mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Alter, was ist denn das für ein Strand, Mann? Ist das wirklich alles ein Strand? Junge, der größte Strand, den ich je gesehen habe. Einfach Sylt hier. Meine Fresse. Und was ich baue, weiß ich auch noch gar nicht. Also welche Art dann... Das passe ich alles mal ans Gelände drauf an. Da muss ich erstmal gucken. Ich habe wirklich gar nichts im Kopf. Generell, diese Aufnahme, müsst ihr wissen, ist auch super ungeplant und super spontan. Ich habe kein Skript. Eigentlich habe ich gar nichts. Ich hatte einfach nur Bock, mal wieder was Neues zu probieren. Weil es halt einfach mal ein bisschen, ne? Soll ein bisschen mehr laufen auf YouTube. Oh, geil. Dark Oak. Die Bäume, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, falls ihr jetzt noch hier seid, so, was braucht ihr, um, sag ich mal, sowas richtig zu enjoyen? Ich meine, ich gucke selber... Oh ja, was guckt man in Minecraft technisch? Da kenne ich halt nur Basti so an sich, was jetzt YouTube Deutschland angeht. Und ich meine, Basti macht ja mehr irgendwelche Challenges. Und ich finde, damit jetzt anzufangen, ohne irgendwie mal was mit Minecraft... Mann, ich meine, ich habe schon mal ja was mit Minecraft gemacht, aber das fände ich jetzt ein bisschen random. Könnte man vielleicht irgendwann mal gucken... Aber andererseits will ich auch Leute nicht nachmachen oder so. Das fühle ich nicht so. Was mein YouTube-Channel angeht, bin ich echt noch so... Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich versuche halt, so richtig real zu sein. Alles selber irgendwie auch mal ein bisschen hinzukriegen. Ja klar, man guckt natürlich bei anderen Leuten, was die so machen, was funktioniert. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber jetzt irgendwelche Formate klauen oder nachmachen oder so. Nee. Aber es ist auch einfach schwer heutzutage. Wie gesagt, ich erhoffe mir davon jetzt auch nicht so ultra viel. Minecraft Vanilla in 2024. Generell YouTube in 2024 ist halt insane. Ne? Für uns kleinere YouTuber ist es halt super schwer, aus der Masse herauszustechen. Ich weiß nicht, der Plan, den ich mir gemacht habe jetzt mit meiner Minecraft-Vanilla-Welt, ist jetzt vielleicht nicht der beste, um aus der Masse rauszustechen, aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Hey! Scheiße, ich habe ja gar keine Axt mehr. Okay, Junge. 1 gegen 1, ohne Treten. Für Fortnite. Oh, fuck. Ich ritte dich aus mit der Spitzhacke. Oh mein Gott, nein. Das wäre so unangenehm. Ah, erstmal schleichen. Och man, ist das unangenehm jetzt. Ach, so viel zum Skill, ne? Och, Digga. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Also, wenn spätestens jetzt noch einer zugeschaut hat, der ist jetzt auch weg. Das heißt, ich bin komplett für mich wieder. Ach man, ich bin so ein Dödel, ey. Ich habe mir nicht auch überlegt, eine Hardcore-Welt zu starten, aber gut, dass ich es nicht gemacht habe, ne? Dann wäre die Aufnahme nämlich schon wieder weg. Ach ja, und wenn ihr ganz Bock habt, euch hier einzubringen, dann könnt ihr mir auch gerne mal einfach in die Kommentare hauen, über was ihr so fühlen würdet, über was ich reden kann. Ich meine, es klingt jetzt so, als ob ich einfach keinen Plan hätte,
Aber da ich halt einfach echt nicht weiß, wen das Ganze hier erreicht und da das ja, sag ich mal, auch nicht so meine Zielgruppe jetzt hauptsächlich ist in der letzten Zeit, weiß ich dann jetzt auch nicht direkt, über was ich so direkt alles reden kann. Deswegen rede ich erstmal über meine ganze Experience mit YouTube und Twitch. So, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Boot. Jo, was ein Chiller. Ach, Digga, er hat mich gesehen und direkt abgetaucht, Mann. So hässlich bin ich auch nicht. Schreibt nichts in die Kommentare, Mann. Mir geht's im Moment nicht. Spaß. Aber was auch so andere Projekte angeht, ich bin relativ eingeschränkt, um ehrlich zu sein. Ich fühle aktuell so wenig Games, das ist nicht normal. Also auch die neuen Games, die rauskommen, die interessieren mich einfach mal so null. Ich habe zwar Palworld jetzt auch gespielt, was jetzt so eher Newcomer ist, aber es hat mich nicht so abgeholt. Ich habe es nicht so gefühlt. Ich fand so, es war ganz witzig, mal ein, zwei Mal zu zocken, aber danach war es auch wieder so ein Game, finde ich, wie jedes andere. Du grindest da irgendwie, baust dir eine Base und da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Spieltiefe. Ich fand es jetzt nicht so überkrass, aber es ist ja insane angekommen, ne? Was sonst so alles rauskommt in letzter Zeit, kannst ja heute nicht mehr irgendwie erwarten, dass du ein vernünftiges Spiel kriegst, wenn du 70 Euro dahin legst. Schon krass, was aus der Gaming-Industrie geworden ist. Wie sind da so eure Meinung? Hattet ihr in den letzten 5 bis 6 Jahren ein neues Game, was ihr richtig, richtig, richtig geil fandet? Was auch schon beim Release einigermaßen spielbar war? Jetzt nicht so eine Geschichte wie Cyberpunk oder mir fällt gerade gar kein anderes ein, aber eigentlich ist das ja jedes Game so. Oh Chef, Junge. Muss dich mal um die Ecke bringen, wie machen wir denn das am besten, ohne dass du mich um die Ecke bringst? Oh Gott. Abfahrt, Digga. Ich hab den Ofen gesetzt. Ich dachte, das wäre ein Cobblestone. Konnte nicht mit Shift springen, Alter. Ich habe erstmal 4 gesetzt, weil ich Angst hatte, dass er irgendwie an der Seite noch hochkommt. Alter, ich dachte, ich wäre schon wieder tot. Oh mein Gott. Ja, solche Sachen passieren nur mir, ich weiß. Aber das ist der Witz an diesem ganzen Projekt. Dafür seid ihr hier. Ein bisschen labern und ein bisschen schlechtes Gameplay. Oh, cooler Seemann. Oder Meer? Ja, Seemann. Junge! Ein Seemann. Oh, ich habe so schöne Musik auf dem Ohr. Leider muss ich mal gucken, was ich euch für Musik draufballer, weil mittlerweile wird ja alles gecopyrighted. Ich glaube, ich werde irgendwelche Oldschool-Pokémon-Musik nehmen, weil die kann man ja noch einigermaßen nehmen. Oh, wie cool. Oh Mann, wenn die Berge hier ein bisschen höher wären, ne? Ich habe gesagt, so einen eingeschlossenen See fühle ich anders. Ist es echt eingeschlossen? Oh, scheiße, jetzt muss ich überlegen. Oder wir machen das so. Ich lade erstmal die Folge hoch und ich zeige euch einfach ein paar Spots. Und wir entscheiden gemeinsam, sage ich mal. Wobei das schon ziemlich cool ist, aber es ist halt so gar nichts Besonderes, weil es nur dieser eingeschlossene See ist und jetzt nicht, sag ich mal, ein krasses Gebirge ist oder so. Aber wir können dem Ganzen eine Chance geben. Ich mach mal hier einen Screenshot von den Koordinaten. Und ja, könnt ihr dann abstimmen. Okay, was haben wir denn hier zu bieten? Berry-Biome können halt immer super cool sein, ne? Alter, geht die Schlucht voll. Heftig. Aber hier könnte man schon was Cooles machen. Weil die Schlucht ist richtig fett. Du hast richtig viel Platz. Aber was kann man in der Schlucht machen, Junge? Ey, lol, da ist der nächste Cherry Grove. Und wieder so ein... Alter, Bruder. Okay. Also hier kannst du ja sowas... Also, aber auch so großflächig, ne? Kannst du hier was richtig Krankes draus machen. Ich meine, es ist ja quasi ein See hier zwischen. Ist ja heftig, Junge. Heftig.
Das kann doch nicht normal. Das muss doch ein neues Biom sein. Was sind das hier für Plains, Digga, die alles mit so Überflüssen durchzogen sind? Voll das kranke Areal hier. Ja gut, hier kannst du schon ultra was Cooles draus machen, weil die auch alle so auf einer Ebene sind. Machst du hier irgendwelche Brücken dazwischen und es ist einfach goated as fuck, ne? Villager hast du auch hier. Könnte man super cool machen. Also Leute, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr diese Inselformation fühlt. Zusätzlich zu dem See. Und dann können wir da entscheiden, ob wir dann hier was machen. Jo, also hier ist auf jeden Fall auch ein massiver Krater am Start. Leute, ihr wisst, sagt Bescheid, wie ihr es findet. Schreibt es in die Kommentare, ob man eher hier was machen sollte. Jo! Was ist denn das hier? Das sah ja gar nicht so krass aus von außen. Leute, das ist geil. Ja, also hier könnte man auf jeden Fall was anfangen. Cool, dass da unten irgendwie kein Schnee ist. Foto machen. Komm schon, selbst nicht mehr hinterher, ohne Witz, Mann. Also lasst es mich wissen, wie ihr das hier findet, dann ist das wahrscheinlich besser als das davor. Alter. Oha. Cool aus. Ey, ist das jetzt hier nur dieses kleine Ding oder was? Boah. Sieht irgendwie cool aus. Irgendwie voll grün hier drin, ne? Gestern Dschungel? Okay, ein Hund. Lol. Lol. Ein Dschungel hier. Wait a minute. Junge. Sieht ja übergeil aus. Hab ich noch nie gesehen. Digga. So ehrenlos hier wieder so eine Kreisformation oder was? Finde ich bis jetzt ziemlich geil. Berge sehen irgendwie krasser aus, wenn die nicht so vollgeschnellt. Alter, Digga. Übergeil aus, Mann. Also ich bin euch ehrlich, ich glaube, ich habe mich entschieden, Mann. Das ist ja geisteskrank cool. Mit dem Dschungel vor allem. Also selbst wenn ich es abholze, da ist ja. Das spawnt ja, glaube ich, ganz anderes Zeug dann. Egal, das sieht schon mächtig aus hier. Das hier alles abholzt. Vor allem ist das auch übel riesig. Die Berge sind voll hoch. Voll. Geht hier einfach weiter, oder was? Geil, Mann! Wo geht das da tief rein? Ey, no way. No way. Ist das hier jetzt hier auch so eingeschlossen? Bro. Bro, also. Ich bin euch ehrlich, Leute. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten mehr. Das ist ja so viel geiler hier. Hier kannst du ja so geiles Zeug machen. Bis hier kommt. No way, sind das jetzt hier echt zwei komplett abgesperrte Biome quasi? Komm da nicht drauf klar. Ist ja übergeil. Sieht voll prähistorisch aus, Mann. Ja, also. Jetzt will ich das Ganze nochmal von außen sehen. Ja, also Leute, also das hier kommt ja schon überhart. Also ihr könnt mal gerne eure Meinung abgeben, aber ich finde das hier, ich feiere das hier so übertrieben. Gut, dann ist das jetzt aber auf jeden Fall auch die letzte Ecke, die ich mir angeguckt habe. Gut, dann wären wir schon am Ende der ersten Folge. Nächste Folge spielen wir auf jeden Fall Minecraft durch, gucken mal, was wir so an ersten Farmen vielleicht hinkriegen und bauen die erste Starterbase. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Like da, schreibt was in die Kommentare, was ich besser machen kann
und was ihr in Zukunft sehen wollt. Und ansonsten würde ich mal sagen, haut rein und einen wunderschönen Tag.